Die Bewusstlosigkeit ist ein lebensgefährlicher Zustand. Der bewusstlose Patient ist ein absoluter Notfall, da er vital bedroht ist. Als erstes schauen wir nach den Atemwegen, dass die offen sind. Sollten sie verlegt sein, müssen wir sie frei machen, zum Beispiel durch Absaugen, durch Überstrecken des Kopfes. Anschließend gucken wir, ob der Patient noch atmet. Falls das nicht mehr der Fall ist, müssen wir sofort mit Wiederbelebungsmaßnahmen anfangen. Sprich, Reanimation, 30 Mal auf den Brustkorb drücken, 2 Mal beatmen. Falls der Patient noch einen Kreislauf haben sollte, sprich Atemwege frei, er atmet und er hat Puls, müssen wir den Patienten in die stabile Seitenlage bringen bzw. dafür sorgen, dass die Atemwege und die Atmung frei sind, der Patient atmen kann, gegebenenfalls atemunterstützende Maßnahmen einleiten und zusehen, dass die Kreislaufverhältnisse ausreichend sind. Ursache für eine Bewusstlosigkeit können vielfältig sein. Als einfachste Ursache wäre da die Unterzuckerung, die wir schnell feststellen, auch schnell behandeln können durch Zuckergabe. Ganz häufige Ursachen für Bewusstlosigkeiten sind sogenannte Synkopen oder auch Kollapszustände. In der Regel, wenn es junge Leute sind, ist es kein schlimmes Krankheitsbild, da einfach Blut in den Beinen versackt und es kurzzeitig zu einem Bewusstseinsverlust kommt. Natürlich können auch Ursachen wie ein Schlaganfall zu einer Bewusstlosigkeit führen oder auch schlimmere Ursachen wie ein Herz-Kreislauf-Stillstand, den wir eben schon besprochen haben. Um die Ursache der Bewusstlosigkeit zu klären, müssen wir den Patienten gründlich untersuchen. Dafür fangen wir wieder von Kopf bis Fuß an. Wir gucken, ob die Atemwege frei sind, die Beatmung gut ist und die Kreislaufverhältnisse stabil sind. Jetzt geht es darum zu gucken, was war die Ursache. Da können wegweisend sein EKG, wir haben den Patienten am Monitor angeschlossen, das heißt wir überprüfen kontinuierlich Puls, Atmung, Sättigung, Blutdruck. Falls das noch nicht ausreichend ist, müssen wir eine Labordiagnostik starten. Das heißt, wir gucken auch, wie ist die Stoffwechsellage. Gibt es eine Blutzuckerentgleisung? Gibt es vielleicht eine andere Stoffwechselentgleisung? Und zu guter Letzt steht die Bildgebung, zum Beispiel mittels Schädel-CT.